14. Januar 1963, aus dem geistlichen Tagebuch von Elisabeth Kindermann, die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Deine Leiden werde ich vermehren und steigern, aber ich gebe auch Kraftspenden der Gnaden dazu, damit du Mut habest. Wie ich merke, bemühst du dich, dich ganz mir zu überlassen. Das ist eine Gnade, die deine Seele beherrscht. Verliere sie nie, Satan weiß darum. Mit all seiner Kraft will er dich dieser Gnade berauben. Ich lasse es zu, damit er sieht, was diese Gnade in deinem Herzen bewirken kann. In diesen Tagen bat mich die heiligste Jungfrau gütig und mütterlich: Meine kleine Tochter, sei sehr demütig.